Zauberhafte Geschichten zur guten Nacht. Hexe Lulus Hausaufgaben. Die kleine Hexe Lulu stöhnt. Als Hausaufgaben sollen sie den Zaubertrank jung und schick zusammenbrauen. Ihr schafft das schon, hat ihre Lehrerin die Hexe Hibiskus geträllert. Wie ihr seht, ich benutze ihn jeden Tag. Missmutig rührt Lulu im Hexenkessel. Dreimal nach links, fünfmal nach rechts. Und was kommt jetzt? Schneckenschleim, fein zerrieben. Werk, und das trinkt ihre Lehrerin täglich. Lule guckt das Pulver in den Tank und er färbt sich hellgrün. Müsste der nicht golden sein? Krächzt der Rabe Ringelnatz. Lulu zuckt die Schultern. Hellgrün ist er auch hübsch, nicht? Schritt 13. Probiere den Trank an einer Testperson aus. Ringelnatz, jetzt wirst du jung und schick. Klar, ich bin doch jung, beschwert sich der Rabe. Aber nicht schick, sagt Lulu trocken. Schnabel auf. Beleidigt kehrt Ringelnatz hier den Rücken zu. Bitte, 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 lieber Ringelnatz, flötet Lulu. Probier ein winziges Tröpfchen von meinem Zaubertrank. Humpf, macht Ringelnatz. Na gut. Er flattert auf den Kesselrand, nimmt einen Tropfen Zaubertrank und augenblicklich wird sein Gefieder grün. Qua, schreit er entsetzt. Ich sehe aus wie ein Grünspecht. Oh Mist, ich hätte fünfmal nach links und dreimal nach rechts rühren müssen, ruft Lulu und rührt fieberhaft im Kessel. So, jetzt. Wieder nimmt Ringelnatz einen Tropfen. Plopp, plopp, plopp bekommt er vom Kopf bis zur Schwanzfeder kunterbunte Tupfen. Schick, sagt er zufrieden. Und schlank wirke ich auch, oder nicht? Lulu lacht. Vielleicht wirkt der Zaubertrank bei Raben ja anders als bei Hexen. Aber schicker als die Hexe Hibiskus sieht Ringelnatz allemal aus.